Ist es aber nicht, was Verkehrsminister Herrmann bei seinem Besuch auf dem Buga-Gelände in der Hand hält, sondern der Antriebsstoff für ein wasserstoffelektrisches Passagierflugzeug. Nur ein Beispiel der Mobilitätsausstellung des Verkehrsministeriums, die bis zum 10. September in der U-Halle auf dem Spinelli-Gelände zu finden ist. Nachhaltige Mobilität ist eins der Anliegen des Verkehrsministers für die Region. Wir unterstützen die Kommunen beim Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur für Busse, für Stadtbahnen, gerade hier in Mannheim seit vielen Jahren. Dann der Radschnellweg, der hier vor einigen Wochen eröffnet worden ist, das erste Stück. Das sind gemeinsame Projekte, die wir vorantreiben. Und das Verkehrsministerium kann das selten alleine machen. Wir brauchen immer Partner, meistens Kommunen. Und das machen wir sehr gerne. Und hier gerade Mannheim ist auch ein sehr guter Partner. Das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Wir freuen uns sehr, dass er im Rahmen seiner Sommertour sich mehrere Stunden für Mannheim Zeit nimmt, weil hier in Mannheim ja ein Brennpunkt ist für viele verkehrspolitische Herausforderungen, die auch für das Land Baden-Württemberg eine große Rolle spielen. Nachhaltige Mobilität fängt auf der Buga bereits bei der Anreise an. 49% der Besucher reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Das ist ein Ergebnis, das wir bei weitem nicht gedacht hätten, dass es so funktioniert in dieser Dimension. Wir haben das Thema Radschnellwegeverbindung hier, wir haben hier Bewegt-Ticket, die wir gemeinsam mit Baden-Württemberg auflegen hier. Wir haben hier ein modernes Fahrzeug, das U-Shift nennt, das selbstfahrende Fahrzeug, das hier lernt. Wir haben hier Elektrofahrzeuge, die über Photovoltaik sich fortbewegen und, und. Alles Beispiele für klimaschonende und moderne Mobilität mit nachhaltigen Ressourcen und klaren Antriebsstoffen.